Kennst du das, wenn Bilder manchmal Sehnsucht auslösen in dir? In mir hat dieses Bild eine sehr große Sehnsucht ausgelöst. Das ist wunderschön und das ist das Bild auf der Startseite eines unserer Kunden namens Philipp Kistner. Er ist Architekturfotograf und hat sich zu einem Interview mit uns bereit erklärt. Philipp Kistner ist Kunde unserer DBO-Beratung, bei der wir Selbstständigen dabei helfen, ins Unternehmertum zu kommen. Und während der Zusammenarbeit hat er zwei Mitarbeiterinnen eingestellt, hat Prozesse aufgebaut und sein Angebot als Architekturfotograf so erweitert und es an die heutige Ökonomie und die heutige Marktzeit angepasst. Philipp ist nicht nur talentiert in der Fotografie, sondern auch talentiert als Unternehmer. In dem heutigen Interview erklärt er seine Reise mit uns, der Finally Freelancing, und seine Reise als Architekturfotograf, wie es entstanden ist, wo er jetzt steht. Und vor allem erzählt er am Ende, wohin die Architekturfotografie mittelfristig gehen wird und was Fotografen heute machen müssen, um sich zu adaptieren an die heutige Zeit. Viel Spaß bei dem Interview mit Philipp. Wie geht's dir, Philipp? Passt. Gut geht's mir. Ich freue mich voll auf das Gespräch mit dir. Ja. Cool. Wie läuft es gerade? Woran bist du? Ich war längere Zeit nicht in den Q&As. Ich habe eine kleine Pause eingelegt. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Wir haben Nachwuchs bekommen. Oh, Glückwunsch. Genau, Wann? genau. 28.04. Eine gesunde kleine Tochter. Wir haben uns richtig gefreut. Schön. Ja. Und ich habe den Monat vor der Geburt und jetzt die ersten 2 Monate nach der Geburt so ein bisschen Piano gemacht und deswegen auch quasi eine Pause bei euch eingelegt. Einfach damit ich so ein bisschen Fokus auf Family habe. Und Business nebenbei ist ja auch noch da. Das heißt, das war schon irgendwie genug. Und ab nächster Woche freue ich mich voll wieder sozusagen am Start zu sein. Cool. Wie ist es als Es ist Papa zu auch richtig schön. werden? Ja. Ich habe es mir ehrlich gesagt stressiger vorgestellt, aber unsere Tochter ist so herzallerliebst, dass es einfach unglaublich viel Spaß macht. Schön. Wie heißt sie? Fine, das ist die Tina. Kurzform von, nee, Fine, das ist die Kurzform von Josephine. Ah, Fina, schön. Ja, genau. Glückwunsch, herzlichen Glückwunsch zum Vatersein. Danke, danke. Ich habe noch irgendwas lose in Erinnerung mit einem Haus, auf ein bisschen weiter draußen, irgendwie, da war irgendwie auch was. Hat sich da was ergeben oder erinnere ich das falsch? Nee, du erinnerst das sogar richtig. Wir wohnen in so einer ganz schönen, in so einem ganz schönen alten, denkmalgeschützten Stadthaus und wollten das gerne kaufen. Wir würden es immer noch gerne kaufen, sind aber weiter mit dem Vermieter im Gespräch. Das ist, ja, man muss ein paar Sachen rechtlicher Art abklären und das ist einfach ein langer Prozess, der dauert und zieht sich auch noch ein bisschen. Einen richtigen Ja. Fortschritt gibt es da nicht, aber es ist auch nicht schlimm, wir wohnen da einfach und das ist ja total schön und wir sind da happy. Ob jetzt zum Cool. Kauf oder zur Miete ist eigentlich egal. Nice. Ja, danke, dass du dir die Zeit nimmst für das Interview. Wir sind Ja. jetzt eben so soft reingestartet. Für alle, die zuhören und zuschauen, stell dich doch einfach mal kurz vor, wer bist du und was machst du genau? Okay, also ich bin Philipp Kistner. Ich bin Architekturfotograf. Das mache ich schon relativ lange. Seit etwa über 10 Jahren. Das heißt, ich fotografiere Projekte aus der Baubranche für Firmen aus der Baubranche. Das heißt, so ein klassischer Auftrag wäre bei mir, ein Architekt baut eine, sagen wir mal, eine Luxusvilla um oder baut eine Luxusvilla neu, braucht richtig gutes Bildmaterial für sein Referenzmarketing, um zum Beispiel auf Instagram neue Kunden anzusprechen oder um mit dem Projekt in Fachzeitschriften reinzukommen. Und genau dafür erstelle ich halt super hochwertige Bilder, mittlerweile auch Videos und sozusagen Short-Content. Cool. Ja. Warum, oder ich frage das einfach mal, ich habe noch ganz viele andere Themen zur Seite. Warum will so jemand, dass sowas in einer Fachzeitschrift ist? Also bin ich dann der Architekt, der das Objekt gebaut hat und möchte das als Referenz für meinen Namen in eine Fachzeitschrift bringen? Oder will ich das in eine Fachzeitschrift bringen, weil das Ding verkauft werden soll? Aber in der Regel ist es ja schon verkauft, wenn ich es schon gebaut habe für jemanden. Nee, das Thema Verkaufen ist ganz selten der Grund, warum man mich beauftragt, weil ich sag mal, das sind ja keine Makler. Ein Makler möchte, sagen wir mal, ein Haus
fotografieren lassen, schnell verkaufen und zum nächsten Objekt weiterziehen. Ein Ja. Architekt hat in der Regel, oder im Grunde haben alle Firmen aus der Baubranche ein anderes Anliegen. Das Anliegen ist einerseits, man braucht gutes Material, um überhaupt potenziellen Bauherren zu zeigen, was man bauen kann. Weil diese Gebäude sind ja nicht öffentlich zugänglich. Die wenigsten werden diese exklusive Villa jemals im echten Leben sehen. Das heißt, wenn du irgendwie Reputation aufbauen willst, musst du das Objekt zeigen. Wenn du jetzt dir überlegst, dass es so verschiedene Marketingkanäle gibt, könnte man sagen, man möchte in eine Fachzeitschrift kommen. Das ist attraktiv, um zum Beispiel neue Mitarbeiter anzusprechen. Also viele Architekten haben das Problem, dass sie zwar genug Aufträge haben, aber oft zu wenig Personal, um die Aufträge abzuarbeiten. Das heißt, Fachzeitschrift ist cool fürs Renommee, was potenzielle Mitarbeiter angeht. Dann gibt es Publikumszeitschriften, die sind interessant, weil man damit eine breite Öffentlichkeit anspricht, wenn man zum Beispiel an Schöner Wohnen denkt. Und dann gibt es im Warum will ich die Grunde, breite Öffentlichkeit ansprechen als Architekt? weil du dir ein Renommee aufbauen willst, dass du für bestimmte Bauwerke sozusagen Ansprechpartner bist. Okay. Und zu guter Letzt ist es so, dass es einfach auch Eindruck macht, wenn du zum Beispiel in einem richtig schicken Bildband vertreten bist. Wenn du in einem Bildband, sagen wir mal, 100 schönsten Einfamilienhäuser Deutschlands dein Projekt siehst und dann quasi bei einem, sagen wir mal, bei einem Gespräch mit einem neuen Kunden sagst, schau mal hier, wir haben gerade eine Auszeichnung gewonnen, schönstes Einfamilienhaus Deutschlands. Dann ist sehr viel schon gesagt, wenn das Buch auf dem Tisch liegt. Krass. Das ist ganz viel Renommee und ganz viel Reputation. Was sind das für Leute, die sich solche Häuser kaufen? Ich bin immer so total neugierig. Ich frage mich dann immer, Architekt, ja, sie hat mir auch Selina auch letztens einen Clip geschickt, wo sie mir so ein Haus im Umland von New York an einem Hang gezeigt hat, von einem Architekten, wo man auf so einen kleinen See, auf so eine Schlucht runterschaut mit so einem kleinen Wasserfall. Und dann hat man auf der Auffahrt einen neuen Elva gesehen und einen Range Rover. Und ich dachte, und dann meinte er, ja, das ist hier eine ganz junge Familie. Und ich war so, was sind das für Leute, die dort leben? Was machen die beruflich? Wie sind die so drauf? Hast du da überhaupt Zugang zu? Ja, ich habe zu den Eigentümern nicht ganz so viel Kontakt wie zu den Architekten. Ich kann aber sagen, das ist ganz unterschiedlich. Also ich hatte letztens ein Haus von einem IT-Unternehmer dabei, den habe ich selber nie kennengelernt. Der war immer im Urlaub, als wir fotografiert haben. Dann hast du manchmal Leute aus der Industrie, die zum Beispiel große Unternehmen haben oder die Firmen verkauft haben und deswegen durch den Exit ganz gut dastehen und einfach sagen, die Projekte sind so schön, wir haben irgendwie eine Vision, wir wollen ein richtig tolles Haus bauen. Du hast auch, klar, irgendwie junge, erfolgreiche Geschäftsführer. Das kann ganz unterschiedlich sein. Ja. Es ist aber auch nicht nur auf den privaten Wohnungsbau oder Villenbau beschränkt. Es kann ja auch sein, dass ein Unternehmen ein neues Bürogebäude baut und du hast dann mit der Marketingabteilung zu tun. Ja. Ja, es ist echt unterschiedlich. Ja, es ist aber jetzt nicht der typische, das soll jetzt nicht herablassend klingen oder so, aber das ist jetzt nicht der typische Mittelstand, der seinen Job hat, der sich da so in dem Magazin die 100 schönsten Häuser. Nee, eigentlich nicht. Das ist schon eine relativ enge Geschichte. Und es ist wahrscheinlich, dass da Top 0,5% der deutschen Ja. Bevölkerung sowas überhaupt kann. Und ich staune Ja. selber nicht schlecht, wenn ich die Objekte sehe. Also ich bin Ja. selber total geflasht. Wo sind die Ich komme aus Preise? einfachen Wo fängt sowas Verhältnissen an? und bitte? Wo fängt sowas an, so ein Projekt preislich? Und bis wohin geht es? Also ich würde sagen, ich bin selber immer ganz überrascht. Ich habe es ja gerade gesagt, ich komme aus einfachen Verhältnissen und viele Architekten sagen mir, unter 1 Million geht eigentlich gar nichts. Und ich würde dann sagen, so ab 2 fängt es an, interessant zu werden. Viele Sachen, die ich sehe, sind aber auch in Richtung 5, 6, 7. Ja. Witzig, also Wobei ich finde ich über die super. finanziellen Verhältnisse gar nicht so gut immer Bescheid weiß. Ja, Ja. ich bin in der Realität angekommen. Also damals konntest du für 300.000, 400.000 ein gutes Haus allein, und jetzt musst du schon auch knapp 1 Million im Umland von Hamburg hinlegen, um irgendwie ein freistehendes Haus zu bekommen. Sonst musst du dich, wenn du bei 1/2 Million bist, hast du ein Reihenhaus mit 150 Quadratmeter Wohnfläche und irgendwie 400 Genau. Meter Grundstück, vielleicht hast du noch einen Garten hinten und dann that's Genau. it. Also das ist, mittlerweile hat sich das auch extrem verändert, finde ich. Ja, absolut. Und es soll auch nicht so klingen, als wären die Häuser nicht spannend. Also ich glaube, gerade aus einer Doppelhaushälfte oder aus einem Reihenhaus kann man unglaublich schöne Entwürfe machen. Also da kann man richtig was rausholen, ohne jetzt so pompös und im Luxus zu Ja. schwelgen. Aber es ist natürlich nicht das, was quasi
ich sag mal, in das Schöner Wohnen-Magazin reinkommt oder in die 100 Ja. schönsten Villen. Ja. Weil es halt eben dann doch einfach bodenständiger und normaler ist. Ja. Ich weiß, als wir angefangen haben zusammenzuarbeiten, war ich total geflasht von einem Bild von dir auf deiner Startseite. Ich glaube, das war ein Bild. Ich weiß gar nicht, ob es noch drauf ist. Ist es noch drauf? Ja, ist noch drauf. Wie heißt deine Website? philippkistner.com. Genau, philippkistner.com. Als ich da raufgegangen bin, habe ich dieses Bild dieser Villa gesehen, die eine, ich finde immer, also das grenzt bei dir, das ist schon Kunst bei dir, fast eher als wirklich jetzt nur, weil es wird so Kunst, meiner Meinung nach, wenn es anfängt, eine Sehnsucht in einem auszulösen. Es macht was mit dir. Das ist so ein bittersweet, das ist so. Eine Sehnsucht hat sie mir ausgelöst. Ich war so geflasht von dem Bild und habe immer jemandem gesagt: Guck mal hier, mit dem arbeite ich jetzt noch mal das eine Bild, das er geschossen hat. Das ist so krass, das ist so krass. Und ich habe es einem Freund von mir gezeigt. Alex Bach heißt der, mit dem war ich damals viel skaten, habe viel mit dem auch rumgehangen. Und der sagte: Ich kenne den, ich bin in seinem Newsletter, ich finde seine Arbeit total toll. Und das fand ich so witzig, wo ich so dachte: Krass, du bist schon in diesen Kreisen. Bist du schon ein Name? Ich weiß, dass du immer sehr humble bist, aber es ist so, dass man dich schon kennt in den Kreisen, oder? Vermutlich ja. Ich mache das ja auch schon lange. Wird mir jetzt schwerfallen zu sagen, super bekannt, aber ich glaube, ich habe tolle Kunden, ich habe tolle Projekte dabei, ich habe eine relativ gute Präsenz, was so Newsletter und Social Media angeht. Klar, ist noch ausbaufähig, kann ich aber gleich ein bisschen was zu erzählen. Ja. Ja. Wie lange machst du das schon? Selbstständig gemacht habe ich mich, wenn ich mich nicht täusche, 2008. Das war im ersten Semester von meinem Studium. Aber halt so nebenbei. Einfach um das Studium zu finanzieren, weil es irgendwie Spaß gemacht hat und weil ich durch Zufälle die ersten Kunden bekommen habe. Ich habe dann bis 2012 einen Bachelor in Fotografie gemacht und habe so zum Ende vom Bachelor gemerkt, dass ich eigentlich immer mehr fotografiere, also als Job. Und immer weniger sozusagen Zeit als Student hatte. Habe dann aber trotzdem noch einen Master gemacht. Und den aber eher berufsbegleitend. Ich weiß heutzutage gar nicht, ob es ein Fehler vielleicht war, weil es fragt schon niemand danach, ob du den Master hast oder nicht. Jetzt habe ich ihn aber und freue mich auch drüber. Und das war schon alles okay. Es fragt niemand danach, sagtest du? Nee, es fragt niemand danach. Ja, deswegen, Nee. ich wollte gerade sagen, ich dachte, es fragt schon jemand danach, dann hätte ich mich gewundert, weil ich bin auch der Meinung, dass gerade in den Branchen, in denen du unterwegs bist, so, Nee, da zählt Referenz und persönliches Netzwerk und ja. ob du irgendwie als Mensch auch sympathisch bist und ob man gerne mit dir arbeitet. Ja. Also insofern lange. Ich habe jetzt, würde ich sagen, 15 Jahre Berufserfahrung, obwohl ich erst 35 bin. Demnächst sind wir bei Projekt Nummer 1200. Klar sind Krass. auch ein paar private Projekte dabei, die man fotografiert hat, aber es ist schon viel Pensum und viel Erfahrung gewesen in den letzten Ja. Jahre. Ja. Okay. Und hast du schon immer diesen Bereich gemacht, Architekturfotografie, oder bist du dazu gekommen dann irgendwann? Ganz am Anfang, also als ich Fotografie noch als Hobby betrieben habe, habe ich meine Freunde beim Skaten fotografiert. Sieht man Deine vielleicht heute nicht mehr, Freunde? dass ich meine Freunde beim Skaten Achso, deine fotografiert. Freunde. Ich dachte, dein Freund Ja, war schon. nee, nicht Okay. meine Freundin. Nein, nein, ich bin früher super gern Skateboard gefahren und habe da einfach, keine Ahnung, Kamera mitgenommen und Schwarz-Weiß-Bilder gemacht von meinen Kumpels. Das hat super viel Freude bereitet. Zur Anfangszeit vom Studium habe ich dann bei einem der tollsten Architekturfotografen, meiner Meinung nach, ein Praktikum gemacht. Es war Thomas Riehle und war quasi so sein Assistent, erst sein Praktikant, dann sein Assistent, dann waren wir irgendwie eher befreundet. Er ist aber leider recht früh gestorben vor ein paar Jahren. Und das hat aber bei mir so die Freude an Architektur und Design und Inneneinrichtung sozusagen erweckt. Ja, und dann bist du Und dabei geblieben. ich bin dabei geblieben. Ich habe aber immer auch, ich sag mal, ein paar Porträtjobs gemacht, weil du hast häufig Situationen, wo quasi so deine Fähigkeit als Architekturfotograf gebraucht wird, aber ein Kunde zum Beispiel sagt, naja, wir haben ein neues Werk gebaut, eine neue Produktionsanlage, wir brauchen noch ein Porträt vom Geschäftsführer mit dazu. Und es hat mir immer viel Spaß gemacht, deswegen
würde ich sagen, ist so 80% Architektur und 20% angrenzende Bereiche, würde ich es nennen. Got it, verstehe. Ja. Wie sah deine Selbstständigkeit aus, als du auf uns gestoßen bist und wie bist du auf uns gestoßen? Wie ich auf euch gestoßen bin, weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube über Ads auf Instagram, die berühmte 500 € die Stunde Ad, vermute ich mal. Die kennt ja irgendwie gefühlt jeder in diesem Kosmos. Mir ging es ehrlich gesagt immer gut, was die Selbstständigkeit angeht. Ich hatte viel zu tun, ich habe einen guten Umsatz gemacht, auch gut verdient. Das heißt, der Schmerz bei mir war nicht unbedingt, ich stehe irgendwie finanziell schlecht da, sondern der Schmerz war eher, ich merke, ich habe jetzt das 10 Jahre lang mit richtig krasser Energie gemacht, aber alles hängt quasi an mir. Das heißt, wenn ich in Urlaub fahre, so die klassische Situation, du fährst in Urlaub, du hast keinen Umsatz, alles bleibt liegen und du hast noch die Kosten für den Urlaub. Vorher Stress, im Urlaub Entspannung, nach dem Urlaub Stress, um es abzuarbeiten. Dann wusste ich, dass wir quasi in der Kinderplanungsphase waren und habe mir so gedacht, ey, das wird ein Pain, wenn du quasi als junger Vater an allen Wochenenden durcharbeitest, wenn du irgendwie immer bis 23 Uhr am Schreibtisch sitzt. Und ich wollte da so ein bisschen mehr die Last von meinen Schultern kriegen. Ja, got it. Also es Ja. war eher ein, das war auch erfrischend zu hören bei dir, als wir gesprochen haben. Du warst Fotograf und ich kenne viele Fotografen, die, wenn die wirklich krasse Arbeit machen, das, was ist, also du bist ja auch, ich finde immer, du bist auch ein Stück weit künstlerisch angehaucht. Viele kämpfen da ums Überleben und dir ging es auch schon gut. Das war jetzt nicht so, dass du im Hungertuch genagt hast, wie du gerade gesagt hast, dass wir zusammengekommen sind und dann hast du aber diese, dass du gesagt hast, okay, ich sage mal dieses, ich glaube, das habe ich auch in dem einen Video erwähnt, wenn man sagt, dass die nächsten 10 Jahre nicht so wie die letzten 10 Jahre sein sollen. Genau. So, dass man weiß, okay, das ist jetzt alles gut gewesen, das war jetzt nicht irgendwie die Hölle oder so, aber ich merke, es muss eine Evolution, die nächste Evolutionsstufe muss her. Ja, absolut, so war es. So kann man es zusammenfassen. Ich glaube, nochmal 10 oder 15 Jahre in dem Tempo. Also ich habe super viel Spaß an Arbeiten. Ich habe auch gar keinen Stress mit viel Arbeiten und lang Arbeiten. Das ist überhaupt kein Thema. Aber ich glaube, ich hätte dann irgendwie Probleme bekommen, was meine Gesundheit angegangen wäre. Ja, auch Und wenn andere Kapitel anstehen im Leben. So, ich finde immer, das ist ein Kapitel, wenn man sagt, okay, ich bin jetzt in meinen 20ern und ich kann richtig durchpowern und ich habe Bock und es läuft. Und ich hab, irgendwann kommen halt andere Kapitel, neue Challenges, die nicht immer beruflicher Natur sind, wie irgendwie eine Familie und nicht irgendwie, also auch mal präsent sein bei Kindern und nicht irgendwie sagen, ja, ich mache das jetzt schnell und bin im Kopf irgendwie bei der Arbeit. Das sind Dinge, die wichtig sind und dann fängt man an, so vorzusorgen oder sich darüber Gedanken zu machen. Wie hat sich dein Angebot oder was haben wir gemacht während der Zusammenarbeit? Was waren so für dich als jemand, der eigentlich jetzt kein Neuling ist in der Selbstständigkeit? Was sind Dinge, wo du sagst, da habe ich einen neuen Blick auf die Dinge bekommen und das hat zu A, B und C geführt und ich stehe jetzt, mein Angebot ist jetzt so folgendermaßen transformiert oder ich habe mein Angebot folgendermaßen auf dem Markt ein bisschen mehr angepasst. Also ich glaube, das erste Thema, was wir in der Zusammenarbeit hatten, ist, also ich muss ja ehrlicherweise auch sagen, ich bin ein bisschen fliege ich unter dem Radar, weil ich halt sehr viel sozusagen selber mache und ich bin gar nicht so oft in den gemeinsamen Ja. Calls drin und ich bin auch nicht so oft bei im Slack-Channel aktiv und melde mich. Das hat weniger damit zu tun, dass ich nichts mache, sondern eher, dass ich die Sachen, die sozusagen als Impulse da waren, umsetze und das mich ehrlich gesagt schon total auslastet. Also Ja. das vielleicht vorab. Ich habe an drei großen Punkten gearbeitet in der Zusammenarbeit mit euch. Das eine ist, ich habe mein Angebot verändert, dahingehend, dass ich, also bisher musst du es dir so vorstellen, ich mache High-End-Architekturfotografie von fertigen Gebäuden. Und wenn man sich quasi so eine Kommunikation von einem Architekten oder einer Firma aus der Baubranche anguckt, musst du dir das vorstellen wie so ein Zeitablauf. Das heißt, man hat lange eine Bauphase. Und in der Bauphase passiert eigentlich kaum Kommunikation, weil ja quasi das Gebäude nicht fertig ist und da werde ich ja nicht für gebucht. Dann gibt es irgendwann nach 2 Jahren, 3 Jahren Bauzeit ein fertiges Objekt
Wenn es gut läuft, sind die Außenanlagen fertig. Wenn es richtig gut läuft, ist innen alles tipptopp eingerichtet. Dann komme ich, mache 20 coole Bilder und die sitzen und die haben richtig schönen Style. Dann geht der Architekt damit kurz in die Kommunikation, versendet die meinetwegen über den Newsletter, kommt in ein paar Zeitschriften rein. Und dann war es das aber auch wieder. Dann hat er quasi erstmal lange Kommunikationsstille, weil ja das nächste Projekt vielleicht noch ein bisschen Zeit braucht, bis es fertig wird. Wo ich jetzt hingehe in Zukunft, ist, dass ich quasi auch diese ganze Zeit des Baus besser mit betreue. Das heißt, man könnte ja überlegen, ob man ganz am Anfang zum Beispiel einen Interviewfilm mit dem Architekten, in dem man erstmal diese architektonische Vision kommuniziert. Das heißt, da wäre erstmal ein neues Medium, nämlich Film. Da wäre auch noch gar kein fertiges Objekt, aber man könnte ja eine Idee kommunizieren. Gibt es vielleicht irgendwie einen besonderen Aspekt? Besonders nachhaltige Materialien? Gibt es irgendwie, weiß ich nicht, was eine konstruktive Herausforderung? Hat man irgendwas neu gemacht, was vorher noch nie gemacht wurde? Und das sind ja Dinge, die lohnen sich total zu kommunizieren. Einerseits, um sein Büro zu positionieren, andererseits aber auch, um für Mitarbeiter attraktiv zu werden. Ist ja cool, wenn du an schönen Projekten arbeiten kannst. Und dafür jetzt ein Angebot zu kreieren, was sozusagen diese ganze Spanne von erstem Entwurf bis zur Fertigstellung des Gebäudes abdeckt, da habe ich an vielen Stellen mit euch zusammengearbeitet. Ich Cool. würde jetzt sagen, ich bin in den letzten Zügen, bauen gerade die Website um, und kommunizieren das jetzt auch bald öffentlich, dass es in die Richtung geht. Warum hast du dein Angebot in dieser Richtung transformiert? Ich würde sagen, einerseits, weil ich fest daran glaube, dass es sozusagen kommunikativ und visuell die richtige Strategie ist, um als Architekturbüro zu kommunizieren. Ich habe aber auch also ganz am Anfang der Zusammenarbeit haben wir einen Business Case Report geschrieben und für diesen Business Case Report habe ich eben Zielgruppeninterviews geführt und habe mich mit vielen jungen Büros unterhalten und gefragt, sag mal, wo drückt bei euch der Schuh eigentlich? Also wo ist das Problem? Und viele haben gesagt, wir haben total viel Schwierigkeiten damit, diesen Hunger an Bildern und Content zu stillen, den Social Media hat. Wir kommen da nicht hinterher, wenn wir quasi jedes Jahr 20 schöne Bilder machen lassen, dann haben wir genau gutes Material für 2 Wochen auf Instagram. Ja. Und deswegen ist es, glaube ich, einfach der richtige Schritt zu sagen, so muss man kommunizieren in Zukunft. Ja, der ganze, ich glaube auch so, dieser Bereich, nicht nur dieser Bereich, viele Bereiche, und dieser Bereich ist eines der Bereiche, die davon betroffen sind, sind weg von, das ist das Endergebnis, sondern vielmehr von, dokumentiere die Reise dahin. Ja. Wie sieht das aus? Nehme Leute da mit hin. So wirklich, fessel Leute, und es wird Leute geben, die sich das dann halt alles anschauen. Das zahlt auf so viele, weil dann hast du alle Dinge, die du gerade auch vorhin erzählt hast, warum jemand in so einem Magazin abgebildet werden möchte. Sei es Employer Branding, sei es seine Marke zu schaffen, das schafft er, indem er halt diese Reise dokumentiert. Und Genau. indem man das ja schön porträtiert und sagt, guck mal, so ist der Start, dann sind wir in die Phase. Und dann geht mal was schief, weil irgendwie, keine Ahnung, Holzpreise während der Bauphase hochgegangen sind. Man muss improvisieren und was anderes machen. Und ich glaube, ich kann mir vorstellen, sowas. Die Branchen, in denen ich so unterwegs bin, ist natürlich Speerspitze dafür, so Unternehmertum, viel Marketing, viel aus den Staaten da. Das kommt hier jetzt langsam an. Und ich glaube, die Leute, die diese Sachen, dieses Prinzip verstanden haben und auf andere Branchen als erste anwenden, werden mit auch die Gewinner der New Economy sein, weil wie viele Architekturbüros machen das? Und die, die das machen, sind halt sichtbar. Es machen So. extrem wenige. Und die, die es machen, sind meistens richtig große Büros. Und davon gibt es halt, ja gut, eine Handvoll wäre deutlich zu wenig geschätzt. Aber also die wirklich großen Büros machen natürlich eine tolle Kommunikationsarbeit, haben aber auch einfach ein großes Team, das das abdeckt. Und kleine Büros machen natürlich viel selber. Und das ist auch toll. Und damit kannst du auch eine Menge erreichen. Aber ich glaube, da gibt es einfach viel Potenzial, um wirklich spannenden Content zu haben und tolle Geschichten zu erzählen. Und der Punkt ist ja am Ende auch, viele Bauvorhaben sind einfach auch erklärungsbedürftig, weil man sieht oft an der reinen Gebäudehülle gar nicht, was an Ideen und an Herausforderungen dahinter steckt. Und ich glaube, wenn man diese Geschichten erzählt, macht man auch Architektur für eine viel breitere Masse greifbar
Man kann so eine Begeisterung dafür schaffen. Ja, Ne? finde ich auch. Man bekommt immer so das Endergebnis vorserviert, aber man weiß gar nicht, wie jemand hat improvisieren müssen und Ja. was man hat alles machen müssen, damit dieses Objekt überhaupt da jetzt stehen kann. Genau, ich finde, das ist ein bisschen wie bei einem E-Auto. Ich finde die meisten E-Autos nicht so sonderlich schön, so von meinem persönlichen Geschmack her. Wenn ich aber überlege, dass quasi viel an der Karosserie so gestaltet ist, weil du eine gute Aerodynamik brauchst, dann fängt das ja an, einen anderen Kontext zu bekommen. Ja, dann sagst du, okay, ja, das ist, ja, die Felgen sehen halt anders aus, weil die haben weniger Luftwiderstand und dann hast du irgendwie noch Spritsparpotenzial und das ist schon eine andere Story. Da würde auch ich dann sagen, ja, okay, aber schon cool, dass das jetzt so richtig effizient geworden ist. Ja. Ja, da wurde ein Problem gelöst eher. Das hatte Genau. Constraints und das war nicht, mach es so schön, wie es geht, sondern das sind die Constraints, in denen man eine Sache ästhetisch machen muss oder funktional machen muss. Schön, und da entsteht halt da, es hat seine ganz eigene Schönheit, seinen ganz eigenen Charakter Ja. so. Und da entsteht eine tolle Geschichte, die man erzählen kann. Geil. Cool. Ja. Bist du denn, hast du ein Team? Bist du alleine unterwegs? Wie kommst du an deine Kunden? Wie spielt sich das ab? Genau, ich hatte ja gerade gesagt, ich habe an ein paar Stellen angefangen zu arbeiten mit euch. Das eine war sozusagen, wie positioniere ich mich vom Angebot her? Das andere Thema war, baue ich mir ein Team auf oder nicht? Ich hatte ja, als ich die Zusammenarbeit mit euch gestartet habe, die Situation, dass ich vollkommen ausgelastet war und eigentlich eher zu viel gearbeitet habe. Und ich habe mich extrem schwer damit getan, Mitarbeiter fest einzustellen. Das war für mich eine unglaublich große Herausforderung. Die hat mich wahnsinnig viel Überwindung gekostet, weil ich einfach immer so diese maximale Flexibilität und Freiheit und geringe Fixkosten wollte. Und aber auch gemerkt habe, dass man an manchen Stellen eben nicht mit Freelancern alles abdecken kann. Und ich habe dann, um die Frage einmal kurz zu beantworten, ich habe jetzt eine Mitarbeiterin, ab August die zweite. Und habe damit aber schon unglaublich viel Fortschritt gemacht zu letztem Jahr. Ja, Ja. was meinst du mit Fortschritt? Naja, ich meine mehrere Dinge. Also erstens bin ich stolz auf mich, dass ich mich das getraut habe. So, ich habe das nicht so richtig mir zugetraut. Ich wusste nicht, wie geht man mit Mitarbeitern um, wie baut man Prozesse auf, damit quasi Mitarbeiter vernünftig arbeiten konnten. Ich habe einfach, um es ehrlich zu sagen, keine Ahnung davon gehabt, wie dieser nächste Schritt aussieht. Ich wusste halt, wie ich einen Fotojob mache und wie ich Bilder bearbeite und eine Drohne fliege. Aber wie ich Mitarbeiter führe oder suche oder Arbeit abgebe, keine Ahnung. Was ich mit Fortschritt meine, das sind so Kleinigkeiten. Also Cynthia, meine erste Mitarbeiterin, die ist eine ausgebildete Fotografin und studiert nach ihrer Ausbildung Fotografie an der Uni, an der ich auch sozusagen studiert habe. Und die andere halbe Woche ist sie bei mir sozusagen Assistentin, fotografiert auch eigene Projekte und macht ganz viel Bildbearbeitung. Ein Riesenfortschritt für mich war zum Beispiel, um die Geburt rum zu merken, dass nicht alles liegen bleibt und das ganze Business wie eingefroren ist, weil ich vielleicht 2 Wochen raus bin. Das heißt, wir konnten weiterarbeiten. Wir konnten vielleicht nicht in dem exakt gleichen Pensum weiterarbeiten, aber wir haben vielleicht 60, 70% geschafft von dem, was vorher ging. Und wir hatten zum Beispiel ein anderes Projekt, wo eine Absprache, also ein Timing, erst sehr kurzfristig an uns kommuniziert wurde von der beauftragenden Agentur und wir innerhalb von kürzester Zeit ein unmenschlich großes Projekt realisieren mussten. Das hätte ich vorher nie geschafft. Aber zu zweit haben wir es halt gepackt, so ohne krasse Nachtschichten. Und der Kunde war irre happy, der hat sich total gefreut, weil er meinte, ey, du hast uns richtig hier gerettet in der Situation. Und da merkt man halt, wie toll es ist, wenn man ein eingespieltes Team hat, das weiß, was es tut. Du bist einfach super, super performant. Und diesen Switch hinzubekommen von, ich traue mich eigentlich nicht, Mitarbeiter zu haben, hin zu, ich freue mich unglaublich, dass wir quasi auch wenn es ein kleines Team ist,
dass wir da zusammenwachsen und richtig intensiv arbeiten und ganz andere Level erreichen, was sozusagen Produktivität und Qualität angeht. Und das ist unglaublich toll für mich, weil ich mache das ja nicht einfach nur, um Geld zu verdienen. Ich brenne da ja für und ich merke einfach, wie es besser wird. Geil. Und ich finde, also mir ging das so, als ich dann angefangen habe, Mitarbeiter einzustellen, jetzt Mitarbeiter zu haben und das so, dann dachte ich so zurück und dachte, oh mein Gott, ich würde das jetzt nie alleine machen. Ich würde, sobald ich die Chance habe, würde ich sofort Leute reinholen und damit diese Dinge, damit ich Unterstützung bei diesen Dingen habe. Ganz häufig, wie du gerade sagtest, ist das halt erstmal diese Blockade, die man im Kopf davor hat. Dass man sagt, nee, und ich mache alles selber, wenn ich es nicht selbst mache, wird es nicht richtig gemacht, aber alle wollen in den Himmel und keiner will sterben, dann ärgern sich die gleichen Leute darüber, dass sie im Urlaub doppelt zahlen, weil sie keinen haben. Oder dass, wie du jetzt, dass du als du 2 Wochen raus warst, dass nicht alles komplett eingefroren war. Und ja, das macht halt natürlich Angst, weil man immer gut in seiner Fachkrafttätigkeit ist und sagt, okay, Mitarbeiter ist was Neues, aber das war auch eines der Gründe, glaube ich, warum wir dann zusammengearbeitet haben, weil du dann Guidance hattest und einfach das mal gegenchecken zu lassen und zu wissen, dass ich mache das gerade nicht komplett falsch oder das ist eine Guidance, so da habe ich irgendwie eine Meeting Cadence, so kommen die rein, so kann ich irgendwie Anleitungen bauen, so kann ich mit denen kommunizieren. Das sind so ein paar Leitplanken zu haben, das hilft da schon ungemein, die Ja, und Angst das sind davor zu nehmen. manchmal auch so ganz kleine Sätze. Selina hatte irgendwann mal in der Q&A zu mir gesagt, ja, Philipp, wo ist denn gerade bei dir so der größte Pain? Also habe ich gesagt, ja, wir kriegen die Projekte nicht so vom Tisch, weil es einfach zu viel ist und die Sachen zu lange hier liegen. Und dann meinte sie, ja, okay, und deine Mitarbeiterin macht gerade was? Und habe ich gesagt, ja, die bereitet Instagram vor. Und also, guckt die mich so an und lacht so ein bisschen und sagt so, ja, ist das denn halt der größte Schmerz, den du gerade lösen musst in deiner Firma? Und ich so, ja, nee, eigentlich nicht. Und dann haben wir direkt umstrukturiert und gesagt, okay, wir gucken jetzt, dass wir sozusagen den Engpass beheben. Dann haben wir Stunden aufgestockt. Und so merken wir halt einfach, wie man in einen viel besseren Flow kommt. Cool. Was auch sehr geholfen hat, ist das Thema Prozesse. Also ich habe Ja. viele Prozesse aufgeschrieben. Musst dir, also wie soll man es richtig formulieren? Vorher war quasi alles in meinem Kopf. Also ich war quasi, ich wusste, wo jedes Dokument liegt. Ich wusste, in welcher Cloud was genau Ja. vorhanden ist. Ich wusste, welcher Kunde, keine Ahnung, ob der geduzt oder gesiezt wird. Und da erstmal eine Struktur hinzubekommen, dass die Sachen langsam anfangen, aus meinem Kopf rauszukommen, in einen schönen Prozess, damit eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter einigermaßen versteht, wo die Reise hingeht. Und für mich war es unglaublich cool zu sehen, als dann der erste Job tatsächlich von Cynthia fotografiert wurde und ich nur noch ein bisschen supporten musste, was die Planung des Jobs anging und was so ein kleines Review anging. Aber sie hat es von Fotografie bis Bildbearbeitung bis Ablieferung an den Kunden, ich sag mal, zu 95% nach meinen Wünschen gemacht. Und die 5% waren so eher sowas wie, hätte man anders formulieren können, aber es war quasi kein Falsch in Ja. dem Sinne. Es war einfach ein anders gemacht, was man ja auch akzeptieren kann. Ja. So. Als ich das erste Mal die Macht von Prozessen entdeckt habe, bin ich ein bisschen süchtig geworden, weil ich sagte, oh, das kann ich, da muss ich das eher ein bisschen, aber das kann ich prozessualisieren, das kann ich, dafür gibt es einen Prozess, dafür gibt es einen Prozess. Das waren so Dinge, wo man das erste Mal aktiv am Unternehmen gearbeitet hat. So, und das, da gibt es Leute, die sagen, ich mache das nur, weil es gemacht werden muss. Und es gibt Leute, die sagen, ey, ich finde Gefallen dran, dass dieses Thema Unternehmertum und was aufzubauen, eine Maschinerie aufzubauen, macht mir Spaß. Zu welchem Camp würdest du dich eher zählen? Ich weiß gar nicht, ob ich Lust habe, so eine ganz, ganz große Firma zu werden. Vielleicht kann ich es mir Stand heute nicht so vorstellen. Ich merke aber, wie gut es tut, einfach den Kopf freier zu bekommen. Und ich glaube, vielleicht kann man sagen, der Hunger kommt beim Essen. Das ist vielleicht jetzt ein bisschen Spannend. schlechter Analogie. Ja. Aber so würde ich es tatsächlich beschreiben. Ich Ja. merke, wie viel Spaß das macht. Ich merke, wie produktiv man ist. Und ich merke einfach auch, wie gut die Zusammenarbeit funktioniert. Und deswegen habe ich halt auch Lust, sozusagen den Weg weiterzugehen. Ja. Geil. Ja. Wo soll es hingehen für dich? Was ist so next
Next Steps? Wo willst du, nennst du dich Studio, bist du eigentlich oder bist du halt immer noch der Experte mit ein, zwei Leuten im Background? Was ist da geplant? Ich habe jetzt ab Mitte August eine zweite Mitarbeiterin, auf die ich mich total freue. Cool. Nele. Nele fängt an und übernimmt mein Marketing. Das war tatsächlich der Bereich, der mir immer extrem am Herzen gelegen hat, aber den ich nicht auf die Straße bekommen habe, weil klar haben wir jetzt natürlich die Projekte gut durchgerockt, aber für den Rest keine Zeit mehr gehabt. Und wie soll ich das jetzt richtig formulieren? Auch bei mir sozusagen in der Selbstständigkeit gibt es viele tolle Geschichten zu erzählen. Und das haben wir nicht gemacht in der Vergangenheit, weil einfach keine Kapazität dafür da war. Und ich weiß noch nicht so richtig, wo die Reise hingeht. Ich glaube, was sicherlich ein Thema wird auf lange Sicht, ist es, jemanden zu haben für Videoproduktion und Videoschnitt. Ja. Das ist ein großes Thema. Ob ich mich Studio nennen würde oder Agentur, das sind gar nicht so die Kriterien, in denen ich denke, tatsächlich. Das ist mir eigentlich gar nicht so wichtig. Was mir wichtiger wäre, ist, dass die Projekte einfach nochmal spannender und größer werden. Also, ich habe immer noch so ein bisschen so einen Traum, dass man vielleicht, ja, den neu gebauten Flughafen fotografiert mit ein paar Tagen Drohneneinsatz, wo man wirklich unglaublich tolle Bilder aus der Luft macht, wo man vielleicht noch ein, zwei Hubschrauberflüge realisiert, wo man noch einen tollen Architekturfilm macht, ein Interview mit dem Architekten. Also da würde ich gerne hin. So. Geil. Und Ich ich. finde, also dein Thema ist total sexy vermarktbar, weil das so massentauglich ist. Also die Viralität, jeder, also gefühlt jeder, den ich kenne, hätte Bock auf ein Coffee Table Book mit den 10, 100 schönsten Häusern aus Deutschland. So, das sind so Sachen. Und mir kommen so gerade Ideen bei, wie sehe bei dir Document the Journey aus? Wir haben heute ein Projekt so und so. Also was ich sehen würde bei dir vielleicht auch jemanden einstellen, der dir eigentlich den ganzen Tag nur folgt. Jetzt nicht vielleicht 24/7, nicht 40 Stunden, aber dass ihr wirklich mal so Vlogging-Tage habt. Dass du sagst, wir fahren heute mal zu einem Kunden, dann seht ihr mal, wie das vorbereitet wird, wie ich darauf achte mit dem Licht und so. Du würdest einmal die Foto-Nerd-Community anziehen, aber auch diese Architektur-Community, dass du sagst, wusstest, ich habe letztens auf YouTube Reels entdeckt, wie jemand innerhalb kürzester Zeit irgendwie Hunderttausende Abonnenten auf YouTube bekommen hat, indem er virale Reels hatte. Und die Reels haben immer kleine Geschichten erzählt. Und bei dir wäre das Cool. irgendwie, wusstest du, dass es 5 Häuser in Deutschland gibt, die zu 95, die zu 85% aus Glas bestehen? Das erste liegt da und da, das zweite liegt da und da, das dritte liegt da und da. Übrigens, das dritte habe ich fotografiert, das gibt es auf meiner Website. Da hatte ich einen Einblick, so und so, das vierte da. Also ich bin nur gerade, weißt du, ich denke nur gerade laut, aber sowas kann man. Das ist halt schwer bei anderen Themen. Kann man, ich glaube, jedes Thema kann man sexy verpacken, aber dein Thema ist halt einfach. Das nicht ein, ich weiß, das klingt immer so, ist halt einfach, aber das ist so ein bisschen verpacken Porsche sexy. Der Porsche ist von sich aus schon sexy. So. Und Ja, es bei bietet dir ist es unglaublich viel halt Potenzial vom genau. Thema her. Es Genau. ist wenig trocken, es ist von sich aus relativ attraktiv. Es ist auch, Fotografie ist ja an vielen Stellen so eine, wie so ein Türöffner. Du kannst auf einmal Dinge sehen, die du sonst nie sehen würdest. Zugang zu Ganz einem genau. besonderen Haus, zu einem coolen Werk bekommen, das du nie sehen dürftest. Und das ist per se erstmal spannend. Ja, Ja. ja. Oder ich habe gerade total viele Content-Ideen. Ich habe ein 100.000-Euro-Haus, ein 500.000-Euro-Haus, ein 1-Million-Euro-Haus und ein 10-Millionen-Euro-Haus fotografiert und das ist bei rausgekommen. Und dann sieht man die Bilder so, tick, 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 tick. Und das sind Themen, die triggern. Die Leute, die ganze Kommentarspalte, alles wäre voll. Natürlich muss das zu dir passen. Ne? Du bist jetzt kein Mr. Beast, Rampensau, der schnell spricht. Du hast eine ganz eigene Energie, aber ich glaube, man kann das genau in diese Energie packen. Und wenn du bei dir mit deiner ruhigen Stimme aus dem Off sprichst, während Bilder zu sehen sind, während Sachen zu sehen sind und du Ja. das einfach begleitest. Ich habe ein Und Haus für x Millionen in Mallorca, auf Mallorca fotografiert. Hier seht ihr die Bilder. Geil. Da kann man cool. so viel Und machen. das Schöne ist ja, für all die Dinge hat man im normalen Tagesgeschäft einfach keine Zeit. Wenn man quasi selber 10, 12, 13 Stunden da sitzt und abarbeitet, dann hast du überhaupt keine Chance, so einen Gedanken zuzulassen. Und ich merke einfach, dass je mehr ich abgebe,
ich mehr Kapazität bekomme, um überhaupt an sowas zu denken. Ja, das zum einen, ich glaube aber, und ich kenne das selber, ich verfall dem selber manchmal, wenn ich viel zu tun habe, mache ich weniger sowas, aber ich bin nicht unbedingt effektiver. Immer wenn ich Zeit und Raum habe, rauszuzoomen, wenn ich an einen 2 Wochen Zeitraum denke, denke ich, ist es effektiver, wenn du die ganze Zeit nur hustelst. Wenn ich in 2 oder 5 Jahren denke, denke ich, ist es unbedingt wichtig, sich x Stunden zu blocken, rauszuzoomen und genau solche Sachen zu machen. Weil ich merke gerade, das jetzt macht mir Spaß. So was wir machen, und das könnte ich genauso auch für mich machen. Da bin ich in meinem Element. Und das sind keine Dinge, wo ich sage, okay, am Ende des Monats wieder ein Umsatzrekord gemacht, aber das sind Dinge, die eine Audience aufbauen, weil Menschen kennen Menschen, dann kommst du wieder in geilere Aufträge und sagt jemand, übrigens, ich kenne jemanden, der ist jetzt beauftragt worden für XY, der will mein Intro zu dir. So, das sind, dann entsteht halt dann entstehen auch diese Projekte wieder. Da schließt sich dann wieder der Kreis, weil die Gewinner der heutigen Ökonomie sind die, die eine Audience haben. Und so baust du eine Audience auf und deine Arbeit ist audience worthy. So, um das mal in Englisch auszudrücken. Ja, das kannst du super mit dem Denglisch. Ja. 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 Cool. Nice. Sehr gut. Gibt es bestimmte Dinge, wo du sagst, das hat mir am besten gefallen an der Zusammenarbeit? Das war so eine Sache, wo ich gesagt habe, boah, geil. Das hat mich nochmal dazu gebracht, umzudenken. Also für mich war die größte Veränderung wirklich so in Prozess zu denken. Zu überlegen, wie kann ich etwas niederschreiben, wie kann ich es auch abgeben oder wie kann ich es einfach für mich auch so strukturieren, dass ich es nicht selber im Kopf habe. Das war total schön. Was ich bei euch natürlich immer toll finde, ist, du hast im ersten Call mit mir gesagt, ich habe die und die Vision, da könntest du hinkommen. Und ich habe immer gedacht, so, ui, wie soll ich denn das schaffen? Das ist ja never ever möglich. Und ich bin auch nicht so schnell gewachsen wie das, was man ursprünglich sich mal als Ziel genommen hat. Aber das war jetzt auch gar nicht so das entscheidende Kriterium. Aber da zu merken, so die Reise ist irgendwie größer als das, was man sich vorher hat vorstellen können, das hat mir total gut gefallen. Der Hunger kommt Jetzt beim mal Essen. abgesehen von all den tatsächlichen Hilfestellungen, keine Ahnung, ich schicke Ja. irgendwie einen Text rüber und kriege ein Feedback. Eine Klar, es hilft Rechnung, super. Ja, Angebot. genau. Genau, und Ja. ich muss aber Cool. auch sagen, es hat bei mir, also ich bin nicht so der schnellste Umsetzer, merke ich an vielen Stellen. Also könnte ich noch ein bisschen mehr Geschwindigkeit reinkriegen bei vielen Stellen. Es braucht einfach ein bisschen, bis ich das schaffe, das für mich so umzusetzen. Und ich habe das Gefühl, eigentlich müsste das DBO 2 Jahre lang gehen. So. Ja, das ist schon sehr dense, ne? Das ist schon sehr dense. Ja. Ich glaube, wir bringen bald das Facelift raus und ich werde das nicht mehr so vermarkten, dass ich den Leuten den Druck auferlege, das von A bis Z durchzuarbeiten, sondern es wird eher einen Buffet-Charakter bekommen, dass ich sage, schau mal, wo stehst du gerade, was sind deine Engpässe, pick dir mal diese Dinge Ja. raus, guck mal, wie das läuft und dann können wir den nächsten Step gehen. Und dann, dass man wirklich das eher wie ein Buffet sieht. Ist bei dir gerade Positionierung, Produktivierung, lass mal da reingehen. Prozesse, brauchen wir da vielleicht mal Mitarbeiter, lass mal direkt da reingehen. Und nicht, dass man da dieses Gefühl hat, oh, jetzt muss ich von 1 bis so und so viel alles Schritt für Schritt umsetzen. Und dann hat man aber auch dieses leichte FOMO, weil das natürlich, wenn du es richtig machen willst, das ist halt, so viele Leute sagen mir, ey, das, was da drin ist, das ist richtig krass, aber das ist wirklich dense und ich war teilweise vorher woanders und habe da, also das ist verglichen damit, ist das sehr, sehr gehaltvoll, was da drin ist. Sehr viel und das kann man halt nicht irgendwie tak, 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 durchrattern, wenn man es richtig machen möchte. Genau, und bei mir war die Situation ja auch, dadurch, dass ich quasi ein bisschen so ein Kapazitätsproblem hatte, musste ich ja quasi einerseits gucken, ich muss einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin finden, die Projekte am Laufen halten und diese berufliche Weiterentwicklung schaffen. Und also es war jetzt nicht so die stressfreieste Zeit. Ist aber Ja. auch vollkommen okay. Also hat richtig Spaß gemacht. Was auch Ja. noch ein toller Meilenstein für mich war, ist das Thema Sales. Also ich habe jetzt nicht so Lust, so hardcore zu verkaufen. Aber ich habe meinen Sales-Prozess angefangen umzugestalten. Ich habe ganz am Anfang einfach, mache ich jetzt Discovery Calls, gucke mir die Kunden an, gebe denen eine ehrliche Einschätzung, sag auch, wenn es nicht passt und schreibe ehrlicherweise viel, viel weniger Angebote als früher, weil ich halt ausgewählter die Angebote schreibe.
mache im zweiten Schritt eine wirkliche gute Beratung und gucke, dass wir eine Lösung finden. Also du kennst diesen Ablauf total in- und auswendig, dir erzähle ich nichts Neues. Aber das heißt irgendwie, die Angebote treffen besser. Also die Anfragen, die wenig Potenzial haben, werden früh aussortiert. Auch wenn es manchmal mir total schwerfällt, Nein zu sagen. Ich habe ja irgendwie Lust auf die meisten Zusammenarbeiten. Dann kann man toll eine kreative Idee entwickeln und dann kann man darauf ein passendes Angebot machen. Ich glaube, dass also die Zufriedenheit beim Kunden auch total steigt. Ja, man Ja. spart Zeit, es ist Win-Win für alle Beteiligten. Also du schwingst nur noch bei Bällen, die gut kommen, wo du sagst, da habe ich Bock drauf und das wird was, anstatt Genau. immer zu schwingen. Vielleicht mal, dann, man spart auch viel Zeit. Es ist halt einfach eine andere Art. Das heißt auch nicht, dass jeder irgendwie zu jetzt einem Vertriebshai werden muss, aber einfach das zu verstehen, dass Vertrieb in solchen Schritten seziert werden kann und genau zu wissen, wo kann ich wie ansetzen, in welcher Phase befindet sich jemand und wenn man das in so einem Prozess denke, sieht, in einem Vertriebsprozess, dann, und man, da kann irgendein Kunde kommen, du weißt genau, wo du ihn da zuordnest. Sagst, ah, der ist gerade da, dem fehlen gerade das und das, und man bekommt dann irgendwann ein Gefühl, weil das immer wieder der gleiche Ablauf ist. Das heißt nicht, dass jeder die gleiche Sachen bekommt. Das innerhalb des Ablaufs findet ja Individualität statt, musst du dich auf jemanden abstimmen, aber es sind die Na klar. gleichen Dinge. So. Ja. Und das, ja, ist gerade bei vielen Kreativen so, die sagen dann immer, ja, ich falle da immer rein. Irgendwie habe ich bisher überlebt, so. Ja, es geht aber häufig auch geiler und besser. Und eine andere Sache, weil du gesagt hast, ja, ich habe jetzt nicht irgendwie die Riesen, also ich bin umsatztechnisch nicht die Riesenschritte gegangen. Das ist, wenn man jetzt Erfolg an Umsatz misst. Aber was du gerade gesagt hast, du konntest dich 2 Wochen zurücknehmen, ohne dass eingefroren ist. Und viele oder wir neigen dazu, immer mit handfesten Dingen zu vergleichen, weil es normal ist, weil es eine festere Sache ist. Eine KPI, eine Umsatzzahl kann sehr schnell eine KPI sein. Aber zurückgewonnene Zeit, Lebensqualität oder wie verdiene ich jetzt das gleiche Geld oder vielleicht mehr Geld, was ich vorher verdient habe, ist eine andere Art von Geld verdienen, weil das nicht mehr alles an dir hängt. So. Genau, und was man ja auch nicht vergessen darf, es ist trotzdem umsatztechnisch hat sich verbessert. Also ich habe mir die Zahlen vom ersten Quartal angeguckt und vom zweiten und das war so in etwa, manchmal sind ja auch ein paar positive Aspekte dabei, sodass die Zahlen vielleicht ein bisschen verfälscht sich anhören, aber ich habe es plus 2/3 in jedem Quartal gemacht zum letzten Jahr, was ja schon mal eine enorme Steigerung ist. Arbeitest du genauso viel oder weniger? Eher weniger tatsächlich. Cool. So, Also zwei ich habe Drittel auch ein. Steigerung zum Vorjahr und weniger arbeiten. Ja, es muss natürlich auch fairerweise sagen, ich habe auch ein paar mehr Kosten und Ja. es ist alles schon. Ich würde sagen, ich habe nicht den, also ich habe schon einen finanziellen guten Sprung gemacht, das Ja. passt. Aber ich glaube, ich habe ein gutes Fundament gelegt, das zum Beispiel nächstes Jahr nochmal ganz anders aussieht. Ja. So, weil ich sag mal, diese ganzen Veränderungen, zwei total tolle Mitarbeiterinnen kriegen. Ich würde sagen, Ende des Jahres ist auch meine neue Mitarbeiterin Nele toll eingearbeitet. Dann läuft auch vieles, ohne dass ich quasi alles selber steuern muss. Dann habe ich quasi alles aus meinem Kopf rausgekriegt in eine Struktur, die auch für ein Team zugänglich ist. Dann haben wir einen großen Umfang an Prozessen gebaut. Ich habe zum Beispiel auch so Kleinigkeiten abgegeben, wie Buchhaltung macht der Steuerberater. Jetzt habe ich 10 Jahre lang selber gemacht. Wir haben eine Haushaltshilfe. Ich habe ein Büro mittlerweile, einen Coworking Space und nicht mehr zu Hause im Homeoffice. Und so sehr ich meine Freundin und meine Tochter liebe, aber du kannst nicht produktiv arbeiten, wenn quasi neben dir dauernd gewickelt werden muss. Also ich mache das alles, ich mache das auch total mit Freude, so ist das nicht, aber ich freue mich auch einfach, produktiv auf der Arbeit zu sein. Und da diese Trennung herzustellen, hat halt ich glaube, eine sehr, sehr gute Basis und ein sehr gutes Fundament gelegt, dass man jetzt nochmal in einem anderen Modus wachsen kann. Also ich glaube, ich habe dieses Jahr viel Vorarbeit geleistet. Geil. Ja. Nice. Cool. Philipp, wenn Leute mehr über dich, über deine Arbeit erfahren möchten, was ist so die beste Anlaufadresse, um mit dir in Kontakt zu treten, deine Sachen mal anzuschauen? Ach, eigentlich ganz simpel. Einfach auf die Website gehen, philippkistner.com. Da findet man viele Projekte. Die Website ist ein bisschen in die Jahre gekommen, weil keine Zeit da war, sie zu pflegen. Das ändert sich ja ab August.
Instagram finde ich super, also da poste ich viele aktuelle Projekte, also gerne über Instagram, oder halt alternativ auch LinkedIn. Und einfach, wenn man meinen Namen da eintippt, wird man mich finden. So viele mit meinem Namen gibt es halt dann nicht. Geil, ich gucke gerade auf die Website. Leute, also an alle, die das Video schauen, warte, ich zeig das, ich will das mal kurz, das Bild zeigen. Das ist echt krass. Oh, das löst wieder so eine Sehnsucht aus. Ich will das Haus direkt kaufen. Ja, ich liebe das Bild auch über alles. Es hat so Spaß gemacht. Das ist auf Mallorca. Und eine richtig schöne Villa mit diesem traumhaften Panoramafenster und diesem Sonnenuntergang. Also. Also ich wäre da geblieben an deiner Stelle, wenn ich da. Also ich finde auch die Farben und die muss ich jetzt nicht erzählen, das ist echt krass. So die Vorhänge mit den Gläsern da oben, dieser Farbton und dieser Sonnenuntergang, diese Wärme da drinne. Boah, und auch die anderen Sachen sind echt. Also man merkt, dass du echt was verstehst von dem, was du machst. An alle Podcast-Hörer in der Videovariante seht ihr ein bisschen mehr von Philipps Arbeit. Das sind echt schöne, schöne Sachen, die du da machst. Danke, Geil. danke. Vielleicht habe ich irgendwann mal ein Haus, was trustworthy, was Philip worthy ist, um fotografiert zu werden Sehr, sehr gerne. Ich stehe bereit. Ja. dir. Cool, Philipp. Gibt es irgendwas, was du an aufstrebende Fotografen da draußen droppen willst? Sachen, Erkenntnisse, wo du sagst, oh, das wäre eine Sache, die ich gerne gehört hätte damals? Muss auch nicht, ne? Wenn das aber. Ja, ich glaube, was ich bei vielen Fotografen mitbekomme, ist, dass so der Blick auf die wirtschaftlichen Perspektiven eher trüb ist und ein bisschen düster. Klar, wir haben jetzt irgendwie KI, da kann viel übernommen werden. Wir haben coole iPhones, die total tolle Bildqualität liefern. Ist alles kein Thema. Und ich bekomme einfach von vielen mit, dass es denen wirtschaftlich nicht so gut geht. Und will nur sagen, es ist ein toller Beruf, den man sicherlich nicht so machen kann wie vor 20 Jahren, wo man anders denken muss, aber der auch Potenzial hat. Der wirklich also auf einer kreativen Ebene Potenzial hat und aber auch auf einer wirtschaftlichen Ebene Potenzial hat. Und deswegen, ich liebe den Beruf einfach total. Mir macht das richtig Spaß. Und das würde ich gerne mitgeben. Geil. Coole Finishing Words. Ich kann das so unterschreiben. Man spürt richtig, dass du den Beruf liebst. Danke für deine Zeit, die du genommen hast. Danke für das Vertrauen, lieber Philipp. Es macht sehr Spaß, mit dir zusammenzuarbeiten. Und an alle Zuschauer, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Interview mit Philipp hat euch gefallen und kommentiert, liked, folgt auch Philipp. Sein Instagram haben wir auch in den Shownotes drin. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Thank you.